Mittlerweile ist die Boeing 787, der Dreamliner, schon bei fast 60 unterschiedlichen Kunden überall auf der Welt unterwegs. Das ist schon eine ganze Menge, aber es wurden auch schon knapp 850 Boeing 787 ausgeliefert. Das Schöne daran ist, es kommen immer wieder neue Fluggesellschaften dazu, immer wieder neue Kunden, die uns neue Lackierungen auf der 787 zeigen oder uns immer wieder neue Produkte für die Passagiere an Bord des Dreamliners bieten. Aktuell freuen sich da natürlich sehr viele Leute auf Turkish Airlines, denn die werden jetzt schon bald ihre erste 787-9 übernehmen. Und auf der anderen Seite steht natürlich Airbus mit dem A350 und auch da kommen glücklicherweise natürlich immer wieder neue Kunden dazu, neue Bemalungen, neue Produkte und so weiter. Zum Beispiel ganz neu, Japan Airlines hat jetzt auch einen A350. Und zu diesen beiden Flugzeugen gibt es jetzt einfach mal ein paar Infos und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen und ganz entspannten Video am Sonntag. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ganz kurz, weil das so ein wahnsinnig entspanntes Video ist, nehme ich mir mal ganz kurz die Zeit, um mich bei euch zu bedanken. Vielen lieben Dank für die letzten Wochen hier auf dem Kanal. Der lief wahnsinnig gut. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, die Videos für euch zu produzieren. Es sind immer wieder neue Leute dabei, die sich die Videos anschauen. Ihr schreibt viele wirklich gute Kommentare. Nehmt euch die Zeit, ausführliche Kommentare zu schreiben. Es macht echt Spaß, da immer mitzulesen oder da mitzudiskutieren oder wie auch immer. Und viele von euch unterstützen den Kanal hier auch sehr aktiv, sehr gut, sehr tatkräftig. Das macht ihr beispielsweise über die Patreon-Seite oder das macht ihr in den Livestreams, die wir jetzt ganz neu als neues Projekt hier gestartet haben. Oder das macht ihr auch einfach so durch ein Like oder einfach dadurch, dass ihr die Videos schaut. Dadurch unterstützt ihr diesen Kanal sehr. Das freut mich und das ermöglicht mir natürlich auch immer wieder neue Dinge anzuschaffen, die diese Videos hoffentlich Stück für Stück immer ein kleines bisschen besser machen. Das habe ich in den letzten Tagen getan und ich wollte euch nur mal kurz zeigen, was denn damit passiert ist, was mit eurer Unterstützung passiert ist, womit ich den Kanal immer ein kleines Stück besser machen möchte, ist unter anderem jetzt zum Beispiel das hier. Das ist jetzt neu dazugekommen. Damit möchten wir das Livestream-Projekt nochmal ein bisschen weiter voranbringen, einfach die Qualität etwas steigern und genauso um die Qualität der eigentlichen Videos hier auf diesem Kanal immer weiter hoffentlich ein kleines Stück steigern zu können. Dafür gibt es jetzt, und das wünsche ich mir schon eine ganze Weile, denn auf der Kamera ist noch immer das Kit-Objektiv drauf, dafür gibt es jetzt ein neues Objektiv. Und das probieren wir jetzt am besten direkt mal aus. Also vielen lieben Dank an euch und damit viel Spaß beim Video. Und damit noch einmal hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Also im Internet ist vor ein paar Tagen ein regelrechter Hype ausgebrochen, als die ersten Bilder des ersten Turkish Airlines Dreamliners aufgetaucht sind. Also die Vorfreude auf das bald neueste Exemplar in der Turkish Airlines Flotte, die ist anscheinend wirklich groß. Aber es ist ja auch nachvollziehbar, denn Turkish Airlines liefert ein wirklich anständiges Produkt. Dafür sind sie durchaus bekannt. Und jetzt bald mit dem neuen Dreamliner wird es eine neue Business Class auf der Langstrecke bei Turkish Airlines geben. Damit ist diese ganze Nummer, die man da gerade beobachten kann, die ist durchaus vergleichbar mit Lufthansa und ihrer bald kommenden Boeing 777X. Das ist ebenfalls ein krasses Flugzeug und ein Flugzeug, mit dem man dann eine neue Business Class einführen wird bei Lufthansa. Und auch da wird schon fleißig seit Jahren die Werbetrommel für gerührt. Aber zurück zu Turkish Airlines. Bei dieser Fluggesellschaft kommen immer mal wieder in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen neue Flugzeuge hinzu. Beispielsweise die Boeing 737 MAX. Ja, das Flugzeug speziell ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das beste Beispiel, aber der A321neo, der kommt immer mal wieder neu zur türkischen Fluggesellschaft und das wird auch noch eine ganze Weile so weitergehen, denn Turkish Airlines hat über 90 Stück davon bestellt und die trudeln jetzt alle so bis 2023 Stück für Stück immer mal wieder ein. Auf der Langstrecke hingegen, da kam jetzt schon eine ganze Weile nichts Neues mehr. Oder, na gut, was heißt eine ganze Weile? Also die letzte fabrikneue Boeing 777-300ER, die kam im Mai 2017 zur Fluggesellschaft nach Istanbul. Jetzt geht man mit den beiden aktuell modernsten verfügbaren Langstreckenflugzeugen, die es überhaupt am Markt gibt, damit geht man jetzt bei Turkish Airlines in eine neue Generation. Im März 2018 hat man vorherige Absichtserklärungen für die Boeing 787 und den Airbus A350 in feste Bestellung für je 25 Maschinen des jeweiligen Typs umgewandelt. Und der A350, der wird für das Jahr 2020 bei Turkish Airlines erwartet, ist also auch gar nicht mehr so lange hin. Die erste für diese Fluggesellschaft bestimmte Boeing 787-9, die hat jetzt aber also vor ein paar Tagen erst ihren ersten Flug in voller Turkish Airlines Montur durchgeführt. Und das Flugzeug wird jetzt in diesem Sommer noch an die Fluggesellschaft in Istanbul ausgeliefert. Stationiert wird das Flugzeug natürlich am neuen Istanbuler Flughafen und von dort aus wird das Flugzeug ab dem 8. Juli erst einmal die Strecke nach Antalya bedienen. Und dafür muss man jetzt kein Genie sein, um zu erkennen, dass das jetzt wahrscheinlich nicht die Strecke ist, die hundertprozentig in das Portfolio einer Boeing 787 passt. Immerhin liegen zwischen den beiden Städten nur knapp 500 Kilometer Luftlinie.
Das ist aber tatsächlich nichts Unübliches. Das ist bei vielen Fluggesellschaften so, zumindest dann, wenn die Fluggesellschaft die Möglichkeit hat, das so durchzuführen, dass ein wirklich neues Flugzeugmodell, was ganz neu eingeflottet wird, dass das erst einmal auf vergleichsweise kurzen Verbindungen eingesetzt wird. Zu Trainingszwecken sollen in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Rotationen geschafft werden, um halt eben eine entsprechende Anzahl an Besatzungsmitgliedern, ganz egal ob das jetzt Cockpit oder Kabine ist, um eine entsprechende Anzahl an Besatzungsmitgliedern für den täglichen Einsatz, für die tägliche Operation der Maschine, dann später auf der Langstrecke, um die dafür fit zu machen. Also, aller Voraussicht nach, wird die brandneue Boeing 787-9 der Turkish Airlines vom 8. Juli 2019 bis einschließlich 30. September 2019 auf dieser Verbindung eingesetzt. Das passt dann auch genau zur anstrengenden Sommerzeit und danach wird die Maschine in Richtung Washington, Den Passar oder auch in Richtung Atlanta fliegen. Und spätestens da wird es dann die ersten kritischen, ehrlichen Testberichte zur neuen Turkish Airlines Business Class geben. Höchstwahrscheinlich bleibt dieses neue Produkt erst einmal exklusiv für die beiden neuesten Mitglieder der Turkish Airlines Flotte, also exklusiv für die Boeing 787 und dann wenig später auch für den Airbus A350, was diese beiden Flugzeugmodelle aus verschiedensten Gründen ziemlich schnell zu den beliebtesten in der Turkish Airlines Flotte machen dürfte. Vor allem in der 777 muss sich die Fluggesellschaft nämlich immer wieder gefallen lassen, übrigens genauso wie auch Emirates in der Business Class in ihrer 777, dass sie in einem Premium-Produkt 7 Sitze nebeneinander bauen. Und das ist damit, wie heißt es immer so schön, ein nicht mehr zeitgemäßes Produkt. Die 777 ist dabei natürlich ein Flugzeug mit einer wirklich breiten Passagierkabine. Also das mit den 7 Sitzen, das passt da schon. Da wird schon niemand zusammengequetscht. Es geht hier vielmehr um einen Punkt, der heute in wohl jeder Business Class eines Liniencarriers anscheinend absoluter Standard ist. Und zwar die Tatsache, dass man von seinem Sitz aus immer einen direkten Zugang zum Gang hat. Muss man kurz mal drüber nachdenken, dann fällt aber relativ schnell auf, dass es da gar nicht mehr so wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt. Das wird jetzt also bald, diese Tatsache wird jetzt bald eine 1-2-1-Konfiguration in die Business Class der Turkish Airlines Flugzeuge bringen. Mittlerweile ist auch schon der Sitz bekannt, den Turkish Airlines in der neuen Business Class verbauen wird. Was der dann ganz genau bringt, das kann man auf den Bildern jetzt natürlich nur vermuten. Wahrscheinlich gibt es etwas mehr Privatsphäre als beim Vorgänger. Wahrscheinlich sieht das Ding moderner aus, fühlt sich moderner an, wie auch immer. Ob das ein wirklich guter Sitz ist, das sollen die Leute entscheiden, die sich mit dem Thema wirklich gut auskennen. Und das sehen wir dann, wenn es wirklich soweit ist. Damit geht Turkish Airlines in der Business Class in ihren neuen Flugzeugen übrigens einen ähnlichen Schritt, einen durchaus vergleichbaren Schritt wie auch Singapore Airlines in ihrer Business Class in der 787-10. Dort verbaut man die gleiche Konfiguration, eine 1-2-1-Konfiguration, aber auch einen ähnlichen Sitz. Und das kommt auf jeden Fall bei den Kunden schon mal gut an. Gut, nicht hervorragend, denn viele nehmen da noch zum aktuellen Zeitpunkt die Qatar Airways Q-Suite als Maßstab. So oder so ähnlich hätte das der ein oder andere auch gerne bei Turkish Airlines gesehen, so kann man das zumindest im Internet lesen, aber jetzt wird es langsam aber sicher auch so ein bisschen spekulativ. Schauen wir einfach mal, was die diesen Sommer mit der 787-9 bringen werden als Hardprodukt und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kombination aus neuer Business Class und auch dem bei Turkish Airlines bekannten guten Service, dass das keine schlechte Kombination sein wird. Jetzt aber nochmal schnell einen Blick rüber zu Japan Airlines. Die haben vor wenigen Tagen nämlich ihren ersten Airbus A350-900 in Toulouse übernommen. Und das eigentlich wirklich Spannende an dieser Nummer ist, dass das seit langer Zeit überhaupt mal wieder ein Airbus für Japan Airlines ist. Die Fluggesellschaft aus Fernost hat ansonsten zum aktuellen Zeitpunkt zumindest tatsächlich kein einziges weiteres Exemplar europäischen Fabrikats. Aber da gibt es ansonsten auch gar nicht so wahnsinnig viel drüber zu erzählen. Japan Airlines hat 18 A350-900 bestellt, dazu kommen dann nochmal wenig später 13 Airbus A350-1000. Der erste A350-900 in dieser Version, in der er jetzt bei Japan Airlines in den Dienst gehen wird, der ist ausgestattet bei der Fluggesellschaft mit fast 370 Sitzplätzen. Das ist eine ganze Menge für einen A350-900. Über 260 Sitze in der Economy Class, über 90 Sitze in der Business Class. Ist aber eine Domestic Version der Business Class, also eine Version für eher kürzere Strecken, für Inlandsrouten. Aber es gibt dann tatsächlich nochmal 12 First Class Sitze vorne im A350. Dazu wird es jetzt noch bis zum 1. September 2019 dauern, bis Japan Airlines den A350-900 dann auch wirklich mit Passagieren auf Strecke schickt. Allerdings ist das dann auch erstmal durchaus vergleichbar mit dem, was Turkish Airlines mit dem neuen Flugzeug macht, nämlich keine Langstrecke, sondern man bleibt erst einmal im Land und fliegt von Tokio Haneda nach Fukuoka. Der Unterschied zu Turkish Airlines, es wird genau bei dieser Strecke bleiben.
Im Fernen Osten ist es nämlich absolut überhaupt nicht unüblich, dass größere Flugzeuge, langstreckentaugliche Flugzeuge, eher auf nationalen Strecken eingesetzt werden, auf Inlandsstrecken unterwegs sind. Und genau diese Aufgabe werden die 31 von Japan Airlines bestellten A350 in den nächsten Jahren bei dieser Fluggesellschaft auch übernehmen. Dabei ist in der Kabine alles komplett neu. Die Sitze, die kennen wir noch gar nicht, die hat Japan Airlines noch gar nicht gezeigt. Und das werden sie zwar noch in diesem Monat tun, aber ansonsten weiß man noch gar nicht so wahnsinnig viel über den A350 bzw. das Produkt, das an Bord der Maschine bei Japan Airlines jetzt angeboten wird. Und ist es nicht spannend zu beobachten, wie mittlerweile um die neuen Flugzeugtypen bei großen Fluggesellschaften immer wieder so ein riesen Hype aufgebaut wird, was da für eine riesen Nummer draus gemacht wird, was es immer für Geheimnisse gibt, die dann immer Stück für Stück dazukommen. Es ist schon wirklich interessant zu sehen. Die Leute feiern es extrem, mit einem A380 in Schildkrötenbemalung bei ANA durch die Gegend zu fliegen, für den auch schon seit 5 Jahren Werbung gemacht wird. Die Leute feiern es extrem, dass es immer wieder neue, bessere Produkte in neuen Flugzeugen gibt, dass immer wieder in wirklich nicht allzu großen Abständen. Naja, ist schon alles wirklich sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall geht es dann im nächsten Monat direkt hier in der Nähe auch schon weiter mit einem weiteren interessanten Flugzeugtypen, neuen Flugzeugtypen bei einer Fluggesellschaft. Und zwar wird British Airways im nächsten Monat ihren ersten A350-1000 übernehmen. Das Flugzeug wird dann wenig später auch wieder zu Trainingszwecken auf kürzeren Strecken eingesetzt. Und zwar wird man dann mit diesem Flugzeug von London nach Madrid fliegen. Also für die Leute, die eventuell in der nächsten Zeit sowieso nach Madrid möchten oder müssen und sich da kein schlechtes Gewissen machen aufgrund des Umweges über London, für die ist der A350-1000 doch mal sicherlich eine wirklich nette Option, um innereuropäisch zu fliegen. Das wird dort bei den Briten dann aber nicht ewig so weitergehen. Der A350-1000 wird dann wenig später auf die Langstrecke wechseln, um dort die Boeing 747-400 abzulösen. Gut, das soll es damit an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe wie immer, dass ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren und hoffentlich sehen wir uns morgen bei einem neuen Video wieder. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntagabend. Lasst es euch gut gehen und tschüss.